Fucking Schwaben, Mann. Fucking Schwaben. Der hat uns jetzt echt einen Brief geschickt, Mann. Der hat jetzt echt einen Brief geschickt mit, wenn wir die Hecke nicht schneiden, dann müssen wir dafür zahlen. Dann müssen wir die Entfernung der Hecke bezahlen, Alter. So, seit 20 Jahren haben wir da eine Hecke. Was ich meine? Und die ist anscheinend gefährlich und wächst da rein oder irgend so ein Bullshit, Mann. Und dann steht die vor der Tür sogar und geht meiner Mutter, meine Mutter geht auf die 70 zu und die geht meiner Mutter auf den Sack sogar mit dem Shit. Die geht meiner Mutter auf den Sack damit, Alter. Mit dem Shit. Unglaublich. Schreibt dann, weißt du, so, und dann mein Bruder und ich schneiden die Hecke mehrmals zurück, weißt du, ich meine, weil, und dann steht sie so vor ihm und gibt einem so Tipps und labert einen voll, während man die Scheiße schneidet, labert einen voll, so richtig manisch, Alter, in der Scheiße. Die hat einfach keine richtigen Probleme. Die hat einfach keine richtigen Probleme, Alter. Das ist unglaublich. Schickt so einen Brief, dass wir dafür aufkommen müssen jetzt. Wenn wir die Hecke nicht innerhalb von 2 Wochen zurückschneiden, dann müssen wir dafür aufkommen. Das Beste ist, Alter, ich sehe es jetzt schon, dass in bestimmten Kommentaren, wenn die Leute sagen, das ist recht so, weil irgendwelche AfDler in den Kommentaren sein werden oder so, oder irgendwelche Kartoffeln, Alter. Unglaublich, Mann. Und seit 20 Jahren stört sie die Hecke schon. Weißt du, seit wir hier eingezogen sind, stört sie schon. Der hat so rote Haare, Mann. Das ist so ein richtiger Teufel, Alter. Die ist so ein richtiger Teufel. Und das merkst du auch in ihren Augen, Alter. Wenn sie so über die Hecke redet, merkst du das direkt. So, oh, das ist, oh, ja, und das ist die Hecke. Und die ist so ganz lang. Das ist ein Dorn im Auge. Ja, die schaut auch da noch. Und das ist für die Kinder so gefährlich. Und keine Ahnung. Und feuchten Scheiß, Alter, Mann. Feuchten Scheiß. Richtig nervig, Alter. Und nicht mal freundlich. Was, wenn ich wenigstens freundlich sagen würde? Wenn ich sagen, ey, guck mal, Alter, mach das bitte mit der Hecke so, Alter. Schneide das nicht, Alter. Immer so diese Schwaben-Scheiße, Alter. Diese. Ich sag nicht, dass die alle unfreundlich sind, alle Schwaben unfreundlich und Schwachsinn oder so. Aber wenn jemand penibel sein kann, dann sind es die, Alter. So richtig dumme Scheiße. Oh, dann müsste ich doch von unten nach oben schneiden. Von unten nach oben. So rot gefärbten Haaren, Alter, als ob ich das irgendwie jünger machen würde. Das sieht einfach aus wie eine Schrulle. Das sieht einfach aus wie eine Krabbenschrulle. So Krabbenfarbe auf der fucking... Die haben einfach keine richtigen Probleme, das ist das Problem. Das ist das wirkliche Problem, ist, dass die Leute in einem Dorf haben... Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz egal, wo du bist auf der Welt. Wenn Menschen in einem Dorf leben und Internet haben und in der modernen Zeit und keine wirklichen Probleme haben, dann suchen sie sich sie. Also dann fotografieren sie dich auch, wenn du falsch parkst oder so, obwohl da eh kein Bus durchfährt. Weißt du, ich meine, dann gucken sie aus dem Balkon raus und denunzieren dich, gucken sich so an und fragen sie, ey, was ist das Problem, Mann? Ey, nix, nix, dann wird der Kopf geschüttelt. So, was ist das Problem? Ja, das ist noch, da darf man nicht parken, aber jetzt fährt der Bus nicht durch. Also, es ist eh eine Baustelle, deswegen fährt der Bus eh nicht durch, also ist egal. Ein paar Tage später krieg ich einen Strafzettel, Alter. Nach Hause geschickt, Mann. Krieg einen fucking Strafzettel, Alter. Nach Hause gekriegt. Gesendet. Und das ist schon, das was mich so nervt, ist, dass das schon immer so ist. Ich bin ja aufgewachsen im Dorf. Weißt du, ich meine? Und das ist schon immer so hier. Dass du kannst nicht, die rufen die Bullen, wenn du mit dem Softball hier rumschießt. Als Kind. Und einfach ein bisschen mit dem Softball zwischen 14 und 15 Uhr rumschießt. Weißt du, ich meine, ab und zu mal gegen Garagentor oder sowas fällt. Rufen sie die Bullen. Das mein ganzes Leben lang ist das schon so. Und schneiden ihren Gras mit einer Nagelschere und sowas. Und so, dass die Arschfalte raushängt halb. Und meine Mutter mit der Analogkamera ein Foto macht, weil das ist einfach zu pervers alles. Eine Nagelschere, das Gras schneiden. Um die Punchline nochmal zu wiederholen, natürlich. Weil es einfach eine geile Punchline ist. In der Nagelschere, die das Gras schneiden. Das macht man vor allem nicht bei solchem Gras. Das macht man eigentlich nicht bei regulärem Gartengras. Ironischerweise. Spacken, Alter.
Wenn die rauskommt, Alter, heute, wenn wir die Hecke schneiden, dann sag ich dir, Alter, verpiss dich in dein fucking Haus zurück, Alter, du Schrulle. Du psychotische Schrulle. Richtige Psychose. Das ist generell das Leben im Dorf, Alter. Alles fällt auf. Auf der anderen Seite sind teilweise die Leute freundlicher hier. Teilweise sind die Leute richtig freundlich und man begrüßt sich zum Beispiel auch, wenn man hier rumläuft, auf dem Feld oder auf der Straße oder so. Man grüßt sich, man sagt Hallo. Weißt du, also das ist schon okay. So, das ist der Vorteil halt, ne? Und wenige Leute in der Stadt, Alter, in Köln, man, Alter, die Leute sind so schlecht drauf die ganze Zeit, auch wegen dieser Corona-Sache sowieso. Und dem Wetter wahrscheinlich auch und den Mietpreisen und alles das. Wahrscheinlich, das ist auch sowieso das Ding in der Stadt. Also die Lebensqualität geht halt hart runter und normalerweise, und das Einzige, was ja die Lebensqualität, die niedrige Lebensqualität ein bisschen steigert, ist ja praktisch in Clubs gehen zu können, in Bars gehen zu können, in Cafés gehen zu können. Das geht ja halt alles gar nicht im Moment. Das geht ja alles gar nicht. Dann können sie doch alle richtig schlecht drauf die ganze Zeit, so weiß ich, man. Deswegen bleibe ich hier. Also auf dem Feld, kratz mir die Eier.